und Gerald Hauser, FPÖ ist am Bord. Zur Landwirtschaft, ich sagte immer, die Zahlen lügen nicht. Wenn man sich den grünen Bericht 2019 anschaut und feststellt, dass das durchschnittliche Einkommen der Bauern im Jahr 2019 bei 27.966 Euro lag, 2018 bei 28.035, also sogar ein leichtes Minus, das ist das bäuerliche Einkommen, dann weiß man, dass hier tatsächlich ein Klassenkampf total fehl am Platz ist, weil die Einkommen in Summe für den Bauernhof bescheiden sind, bitte. Und wenn man sogar sieht, dass die Bergbauern im Durchschnitt um 19% sogar noch unter diesem durchschnittlichen Einkommen liegen, wissen wir, dass natürlich die Berglandwirtschaft, der ländliche Raum natürlich unsere Unterstützung benötigt. Und geschätzte Kollegen von der ÖVP und geschätzter Kollege Palakovic, dein Angriff auf den Kollegen Schmidt-Lecher, der war wirklich bei Weitem überzogen. Weil gerade ihr wisst, dass wir hinter der Berglandwirtschaft, hinter den bäuerlichen Betrieben und Familien stehen. Natürlich kann man unterschiedliche Zugänge haben, das ist ja normal, wir sind ja nicht eine Partei. Aber eines muss sein, und das haben wir immer klar signalisiert, wir stehen hinter der Landwirtschaft, wir stehen hinter der Berglandwirtschaft, wir stehen hinter den bäuerlichen Betrieben, und das machen wir aus Überzeugung und mit Herzen. Und bitte nimmst das zur Kenntnis. Und ein letztes Wort, und beim Thema Glyphosat kann man durchaus unterschiedlicher Meinung sein. Das ist auch krebsschädigend. Ja, da kann man unterschiedliche Zugänge haben. Unsere Position dabei ist, Glyphosat verbieten. Das muss in der Demokratie möglich sein. Auch dazu stehen wir, Kollege Palakovic. Zum Tourismus. Der Tourismus ist für den ländlichen Raum vollkommen unverzichtbar. Und da auch in aller Kürze. Wir müssen schauen, dass wir den Tourismus und unsere Betriebe so rasch wie möglich wieder zum Arbeiten bringen. Das ist die einzige Möglichkeit. Unsere Tourismusbetriebe sind nicht die Infektionstreiber. Sie haben tolle Konzepte erstellt, tolle Sicherheitskonzepte erstellt. Und die Statistik sagt, dass maximal 2-4% aller Infektionen aus dieser Branche stammen. Also, wir machen alles richtig. Und ich darf hier vom Rednerpult aus ein Riesenkompliment in Richtung unserer Tourismuswirtschaft, der Gastronomie, der Hotellerie, der privaten Vermieter setzen, die den Sommer mit Bravour gemeistert haben. Trotz schwierigster Rahmenbedingungen. Und was die Tourismuswirtschaft jetzt braucht, ist Planungssicherheit. Sie muss wissen, wann darf sie wieder aufsperren. Man muss ja Mitarbeiter einstellen. Man muss Marketing machen. Man muss sich mit Waren eindecken. Man muss den Winter vorbereiten. Das kann man nicht tun, wenn die Voraussetzungen nicht da sind. Und ein Wort zur Kurzarbeit. Auch dieses Instrument greift jetzt in der Krise zu kurz, weil um Anspruch auf Kurzarbeit zu haben, muss der Mitarbeiter einen Monat angestellt sein. Ja, wie soll denn das in dieser krisenhaften Situation funktionieren? Das gehört weg, dieses Monat gehört weg. Man muss sofort diese Kurzarbeit für die Tourismusbetriebe sofort öffnen, weil sonst müssen die Betriebe die Mitarbeiter von Mitte Dezember bis Ende Jänner voll durchbezahlen und können erst danach die Kurzarbeit beanspruchen. Das heißt, ich kann noch so viele öffentliche Mittel in ein Fass ohne Boden hineinschütten, wenn ich die wirtschaftlichen Voraussetzungen nicht schaffe. Also auch das ist zu ändern. Und, geschätzte Frau Minister, mir tut es ja fast schon leid, wenn man auch immer wieder nachbessern muss. Es gibt viele Aktionen, es gibt viele, die sofort greifen. Ich habe schon gesagt, die Reduktion der Mehrwertsteuer war eine tolle Geschichte. Aber es gibt viele Programme, wo einfach wichtige Zielgruppen vergessen wurden. Und das passiert immer wieder. Gestern habe ich mich mit den Privatvermietern beschäftigt und heute geht es mit den kleinen Gewerbebetrieben weiter. Nur ein Beispiel. Kleiner Gewerbebetrieb, 4 Wohnungen, 29 Gäste. Ist Gewerbebetrieb, zahlt die Pflichtbeiträge, zahlt die Tourismusabgaben, zahlt seine Steuern und bekommt den Fixkostenzuschuss und den Umsatzersatz nicht. Das kann es doch nicht sein. Und wieso geht das nicht? Na, weil man in der Verordnung für den Ersatz der Fixkosten den Anspruch für Fixkosten und den Umsatzersatz einfach vergessen hat, hineinzuschreiben, den Paragraphen 28 Einkommensteuergesetz. Das sind all jene Betriebe, die steuerrechtlich ihren Gewinn gemäß Vermietung und Verpachtung ermitteln
sind aber trotzdem Gewerbebetriebe und deswegen stellen wir den Antrag heute und hier, und ich habe das auch schon im Ausschuss erwähnt, wir müssen das bitte ändern, dass natürlich Gewerbebetriebe, alle Gewerbebetriebe den Fixkostenersatz ansuchen können und den Umsatzersatz bekommen. Ich stelle den Antrag des Abgeordneten Magister Gerald Hauser betreffend Gewerbetreibenden helfen, Schikane beim Fixkostenzuschuss und Umsatzersatz beenden. Entschließungsantrag, der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung wird aufgefordert, umgehend sicherzustellen, dass bei der Feststellung des Vorliegens eines begünstigten Unternehmens als Voraussetzung für den Antrag auf Fixkostenzuschuss bzw. Umsatzersatz nicht nur auf eine bestimmte Einkunftsart, sondern alternativ auf das Vorliegen einer entsprechenden Gewerbeberechtigung abgestellt wird. Das heißt, alle Gewerbebetriebe müssen den Anspruch auf Fixkostenersatz und Umsatzersatz erhalten. Bitte, Frau Minister, stellen Sie auch das klar. Ich bedanke mich. Wichtige Zielgruppen seien etwa bei den Corona-Hilfen vergessen worden, ja, etwa die Privatvermieter und die kleinen Gewerbebetriebe, kritisiert Gerald Hauser von der FPÖ. Verhandlung.